Peace, Leute. Heute geht's mal ums Thema Sucht. Sucht, das erste, was wahrscheinlich jeder denkt, was er damit assoziiert, mit Sucht, Drogen, wahrscheinlich. Aber ich denke einfach, Sucht ist einfach in allen Bereichen da. Drogen sind dann wieder sowas, wo die Gesellschaft immer sehr drauf projiziert, selbst auf psychedelische Drogen, die nicht mal in geringster Weise abhängig machen. Körperlich, es ist wie Fernsehen. Ich kenne Leute, die sind von Fernsehen süchtig, abhängig. Und wenn die kein Fernsehen schauen, dann sind die scheiße drauf. Oder wenn sie nicht ihre Zeitung am Morgen bekommen. Du kannst von allem abhängig werden. Und Hildegard von Bingen hat zum Beispiel als die größten Süchte Habsucht und Eifersucht klassifiziert. Und Habsucht, Eifersucht sind ja zwei Dinge, die in der Medizin ja noch nicht mal mehr als Sucht irgendwie registriert werden und so weiter. Aber Habsucht, dann kannst du einfach die Dinge genießen, die du hast. Dann brauchst du nicht irgendwie immer nur aufs Geld schauen und so weiter. Dann kommst du auch dahin, dass du dein Geld besitzt und nicht dein Geld dich besitzt. Dass du der Herr über das Geld bist und nicht, dass das Geld bestimmt, was du machst. Und genauso mit der Eifersucht. Ist so eine große Sucht, jeder davon betroffen, wahrscheinlich 99% der Bevölkerung. Und Eifersucht, wenn die mal weg ist, dann kannst du deine Beziehung genießen, alles wunderbar. Und das sind, denke ich, so die zwei größten Süchte. Und ich denke, man sollte da nicht immer auf irgendwelche anderen Sachen projizieren. Und ich denke, es kommt immer auf deine Einstellung drauf an. Die größten Süchte sind, denke ich, noch Fresssucht bei den meisten Leuten. Die meisten Leute können ja gar nicht mal ein paar Tage ohne Essen auskommen. Und das sind auch wirklich Abhängigkeiten. Oder probier mal zum Beispiel einen Monat lang auf Zucker zu verzichten. Dann weißt du mal, was Sucht ist. Und dann wird immer schön auf andere Leute projiziert, die Drogensüchtigen sind oder so. Nee, probier mal auf Zucker zu verzichten zum Beispiel. Halte ich für viel schlimmere Drogen. Zumindest dieser industriell hergestellte Zucker. Oder versuch mal auf irgendwelche Junkfood zu verzichten. Und dann weißt du, was abhängig macht. Und das sind die viel größeren Probleme. Lass mal diesen ganzen Junkfood und so weiter weg. Das ist die größte Sucht. Ja. Nur mal so ein paar Gedanken zum Thema Sucht. Wollte ich mal loswerden. Und ich denke, es ist immer eine Einstellungssache. Ja, postet mal unter dem Video, wovon ihr Leute kennt, die süchtig sind, oder wovon ihr auch Leute kennt, die das zwar viel machen, aber in keinster Weise davon süchtig sind. Ich kenne genug Leute, die irgendwelche Sachen täglich machen, aber denen fällt es trotzdem nicht schwer, es dann auch einfach von jetzt auf gleich zu lassen. Ohne da irgendwie große Stimmungsschwankungen oder körperliche Symptome zu bekommen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.